Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei NES Remix 2 und wir probieren das Level 3.1. Nee, das hier, ne? NES Remix 2 Lost Levels nochmal und ey, krass! Krass. Das war gut. Woo! Ich hab direkt die neue Aufnahme gestartet und jetzt gerade läuft's. Oh, bitte, bitte, oh, komm über den Pfahl, komm bitte über den Pfahl. Oh, es war knapp. Also, nein, spring drüber. Oh nein, wertvolle Sekunden verloren. Wertvolle Sekunden verloren. Ja, nee, das... Eigentlich muss... Ja, nee, komm, töte dich. Das war zu langsam. Ich habe echt gerade eine gute Ausgangsposition. Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt... Okay, das könnte gut sein. Das könnte gut sein. Wo lande ich? Okay, perfekt. Nicht nervös werden. Das ist egal. Jetzt einfach den sicheren Weg nehmen. Geh doch in die Röhre! Er geht auch einfach nicht in die Röhre. Er geht einfach nicht in diese Röhre rein. Es ist so schwierig in diesem Spiel. Jetzt kann ich es auf einmal. Was ist denn da los im zweiten Level hier? Wow. Ey, krass. Ohne Spaß. Ich bin im letzten Part. Eventuell hat das sich einer von euch gegeben. Oh, das war gut. Das war zwar richtig knapp, aber gut. Ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdem den letzten Part auch ja nicht so schlimm fandet. Ich war einfach nach dem Kirby-Feuerball-Ding. Wäre ich jetzt an der Piranha-Pflanze gestorben, dann hättet ihr mich aber hier liegen gehabt. Dann hättet ihr mich. Ja, perfekt! Yes! Das muss es sein. Yeah! Nach dem Kirby-Feuerball im letzten Part habe ich das einfach seelisch nicht mehr verkraftet, diese Herausforderung. Ich konnte mich nicht mehr runterholen. Ich konnte nicht mehr so cool down machen. Das ging einfach nicht. Ich war so in diesem Alter, das ist nicht euer Ernst, Modus und war einfach nur fertig mit der Welt. Wir wollten eigentlich in jedem Part ein Metroid machen. Dann machen wir jetzt mal Metroid 2. Sammle die Missiles ein. Wo finde ich die denn? Da schieße ich. Oh. Muss ich schießen? Das war schon. Ja, wunderbar. Der Junge hat das richtig drauf, ey. Wechsle. Wie? Ja, das hat doch viel zu lange gedauert. Alter. Ich hab die Steuerung von Metroid überhaupt nicht im Kopf. Das ist ein richtiger Brainfuck gerade gewesen. Brainfuck, richtig. Gibt es bei Metroid eine Schnelllauftaste? Ich glaube nicht. Gucken wir uns jetzt nochmal an. Also da schieße ich, da springe ich, da schieße ich, da mache ich nichts. Okay, also das ist gut, denke ich mal. Es war relativ schnell. Wo ist denn Y? Da ist Y, okay. Ja, es geht auch schneller, ne? Oh, da musst du die Waffe nochmal wechseln. Also da Waffe wechseln. Okay, habe ich jetzt drauf. Das war, glaube ich, auch ein bisschen schneller, oder? Ich denke mal, ja. Gut, haben wir Regenbogensterne. Wollen wir noch ein Metroid-Level machen? Wollen wir uns doch an eins wagen, oder? Ja. Wir gucken mal rein. Ich sag mal so, wir gucken mal rein. Sammle die Bomben ein, okay. Ja, ich stehe da vor dem Ding, weißt du, und weiß nicht, was ich machen soll. Bitte was? Ja, das geht aber nicht schneller, oder? Ja, woher soll ich denn wissen, wo ich da... Ja, steh doch auf, geh doch da durch!
Muss man Türen immer aufschießen? Alter, ich verstehe das Spiel überhaupt nicht. Ich verstehe das Spiel überhaupt nicht. Krass. Hä? Okay. Fehlt uns aber noch ein bisschen zu den Regenbogensternen, aber ich denke, mit dem zweiten Versuch können wir das dann auch schaffen. Das war nämlich schon wieder ein bisschen schneller. Kann man die Sticker, die man hier gewinnt, eigentlich auch dann, wenn man Mario Kart 8 spielt, einsetzen? Oder geht das nicht? Welcher Stein war das nochmal? Ich glaube, der hier. Ja, dauert überhaupt nicht lange. Nein. Stell dich gar nicht an. Das ist alles okay. Ja, hör auf. Das war jetzt aber schneller, oder? Ich denke schon. Ja, und das reicht dann bestimmt, oder? Halt, sei doch nicht so vorlaut, Cornel. Sei doch nicht so vorlaut. Ich hasse das selber immer, wenn die Leute so... Das reicht locker. Oh, das reicht nicht. Das ist aber doof. Ja, nee. Du bist einfach zu schlecht, Cornel. Das musst du dann in dem Moment auch so akzeptieren. Aber ja, jetzt wollte ich fragen, wo soll ich denn noch schneller sein? Natürlich weiß ich, wo ich noch schneller sein soll. Das ist auch wieder so eine Frage, die musst du nicht stellen, Kollege. Das ist unnötig. Hier den richtigen Stein erwischen. Ich glaube, der war's. Wir machen einfach hier so, zack, eine kleine Party. Wo bin ich? Ah, wieder nicht perfekt, ne? Aber... Oh, ich weiß nicht. Das ist aber auch schneller gewesen. Ja, es war schneller. Wie viel? 17,6. Ist es okay? Ja. Okay. Akzeptiert. Da sind wir Freunde. Metroid und ich. Wir gehen hier heute aus dem Part als Freunde. Das freut mich auch, Freund, ne? Metroid, ich und du und ich, wir sind Freunde für immer und ewig, nur wir werden so viel nicht mehr zusammen machen. So. Ja, den könnten wir besiegen, habe ich aber keine Lust drauf. Hier sind wir auch schon fast fertig. Oh, Punch-Out habe ich jetzt auch keine Lust. Machen wir mal Mario Bros. 3 weiter. Hier an der Stelle mal eine kleine Eigenwerbung. Für den nachfolgenden Werbespot sind die... Ach so, ich soll die Gegner töten. Ja, sag das doch. Für den nachfolgenden Werbespot ist die Partei verantwortlich und nicht wir als ARD oder so. Kommt ja doch immer als Werbung. So. So. Das... Das wird nie im Leben einen 3-Sterne-Rang. Ich hätte wenigstens gerne die Zeit gesehen und geguckt, ob das so okay ist oder nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie in... Oh Mann, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Das Level haben wir sogar schon gespielt. Wir let's playen das Spiel ja in der SNES-Version. Da ist die Grafik ein bisschen besser. Die Steuerung weiß ich gar nicht. Ich glaube, die ist gar nicht so unterschiedlich. Könnte mich aber jetzt auch täuschen. Die Koopas sind... Vor allen Dingen, wenn du die Feuerbälle so direkt hintereinander schießt, dann springen die Koopas halt drüber. Das war ein guter Start. Und ihn jetzt auch direkt... Oh Mann! Ja, da muss ich hoch. Ich würde sagen, bis zur Piranha-Pflanze war das perfekt. Ja gut, wenn ich den ersten Gegner verpasse, dann brauche ich ja auch nicht weitermachen. Also, das ist ja, denke ich mal, keine große Überraschung. So, zack. Piranha-Pflanze erwischen, genau. Dann wichtig hier ganz kurz vielleicht warten. Dann den Koopa erwischen. Hier töten. Die Piranha-Pflanze. Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt da auf die Piranha-Pflanze hätte warten sollen. Ich glaube, einen Gegner auslassen ist okay. Ja, das reicht. Auf Anhieb. Naja, okay. Ich bin ein paar Mal gestorben, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst doch, was ich meine. So. Übrigens, weil hier war, glaube ich, jetzt auch keine Zeit, oder?
Wenn ihr mir Miiverse folgt, dann stehen doch da eure Miiverse-Beiträge, oder? Oder müsst ihr... Ne, ihr müsst nicht mit mir befreundet sein. Ich glaube nämlich... Ich weiß nicht genau. Ich glaube, Lilia Leila habe ich auch nicht angenommen. Nicht, weil ich sie nicht annehmen möchte, sondern weil ich gar keinen angenommen habe in der letzten Zeit. Ich weiß auch gar nicht, ob sie mir im Bei... Oder vielleicht habe ich sie doch in der Freundesliste. Das weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall glaube ich, dass wenn ihr mir folgt, dass ich dann eure Beiträge sehe, oder? Deswegen würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einfach folgt, weil ich dann die Chance habe, hier auch viele verschiedene Sachen zu sehen. Und das würde mich natürlich dann schon ein bisschen freuen. Super Mario Bros. 2 machen wir mal weiter. Und ja. Und wie gesagt, wenn ihr voll gut seid und ich voll schlecht, dann kann es natürlich auch sein, dass ich im Part euer Video angucke. Das ist natürlich auch wunderschön. Ja, das war auch der beste Start in diesem Bosskampf, den man nur haben kann. Habe ich dich getroffen, Mauser? Oh, ich komme gerade mit Steuerung einfach. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung funktioniert von hier den ganzen Spielen. Das ist echt ein Problem. Ich bin gerade richtig schlecht. Das Problem ist einfach. Habe ich ihn getroffen, dann hat er mit seiner Bombe meine Bombe abgewehrt. Habe ich ihn schon wieder getroffen? Nein! Nein, 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 nein! Oh Mann! Ich heule, ich bin nass geschwitzt, wirklich, krass! Oh, dann... Mann! Komm, Mauser, komm! Schmeiß mir die Bomben zu! Als wenn er es könnte! Ja, da habe ich ihn getroffen. Richtig schlecht. Hier gibt es keine Zeitbegrenzung. Das bedeutet, ich bin gleich einfach so wahrscheinlich ein Stern. Oh, ist das schwierig. Mir fällt es voll schwer, die Bomben auch dann, wenn die auf dem Boden liegen, einfach aufzunehmen. Alter, wollt ihr mich... Ja, ja, ja. Okay, zweiter Treffer. Bitte, bitte treff. Ja. Ey, das war gut, oder? Das war... Muss ich da noch reingehen? Muss ich noch in die Tür gehen? Nein. Das war gut, oder? Yes! Das ist gerade echt wichtig. Boah. Das freut mich. Gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich mache jetzt hier einfach mal Schluss, weil ich bin gerade echt nicht in der Top-Verfassung, merke ich. Ich weiß auch nicht genau, ich habe zu viel Mario Kart 8 in letzter Zeit gespielt. Ich würde sagen, wir machen noch mit ein paar Sachen weiter im nächsten Part, die mir liegen. Und dann machen wir uns auch mal wieder... jede Bombe hat bei Monowani gesessen. Der Patrick. Boah, der war auch 7 Sekunden schneller als ich, krass. Naja, ne, wir machen... Oh, Dr. Mario habe ich ja schon, schade. Wir machen noch ein paar Sachen, die mir liegen in dem nächsten Part. Und dann gehen wir mal wieder zu den Sachen, ja, die mir hier ein bisschen schwer fallen. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Wir haben noch einiges vor uns. Es geht langsam in die heiße Phase, wo es hier ein bisschen schwieriger wird. Und ja, ne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne eine Bewertung da lassen. Bis dann und ciao. Tschüss, euer Cornel.